einem seit 1450 gepflegten Brauch werden die Kornuten, das sind die Auszubildenden im Druckgewerbe, nach Beendigung ihrer Lehrzeit der Wassertaufe unterzogen, Gautschen genannt. Gautschen bedeutet das Auspressen aller Untugenden durch das Tauchen in einen Kübel oder in ein Wasserbecken. Hierzu begrüßt der Landesinnungsmeister im Bexbacher Blumengarten neben vielen Gästen die Meister, Gesellen und besonders die Gautschlinge. Der Gautschmeister gibt einen kurzen Abriss des alten Brauchs, stellt die einzelnen Gautschlinge vor, bis er dann den Packern und dem Schwammtaucher das Kommando zur Taufe gibt. Dazu den treffenden Spruch. Packet an! Lasst seinen Corpus posteriorum fallen in dieses schöne Becken, bis triefen beide Ballen. Dazu den Schwamm noch obendrauf, das ist dem Sohne Gutenbergs die allerbeste Tauf. Der kräftige Schluck Bier gehört auch zum Zeremoniell. Nur bleibt offen, ob die jungen Gesellen nach diesem kalten Bad noch dazu bei kalter Witterung überhaupt Durst verspüren. Der Gautschbrief wird noch verlesen. Wir Jünger der wohl edlen schwarzen Kunst und Hüter von Gutenbergs immateriellem Erbe haben am heutigen Tage an den ehrenwerten Gautschling die Wassertauf ad posteriorum und protectiorum in gebührlicher Weise vollzogen.